Ich bin Produzentin mit Herr Fleischer zusammen. Und ich habe gleichzeitig natürlich auch einen dieser Beiträge hier gemacht und werde auch als Gast auftreten. Und ich hoffe, dass das heute alles so klappen wird. Wir haben viel geübt in den vergangenen Tagen. Wir haben die Beiträge fertiggestellt. Wir haben uns mit der Technik hier auseinandergesetzt. Ich bin Anne, ich betreue die Studioproduktion vom Filmgymnasium heute im MIZ Babelsberg. Beziehungsweise wir arbeiten eigentlich schon seit fast einer Woche zusammen. Wir haben inzwischen das ganze Studio eingerichtet, die Lampen aufgebaut, die Kameras eingerichtet und einen schönen Sendungsablauf moderiert, den wir dann morgen hoffentlich, toi toi toi, 1:1 live einmal abfahren. Überleitung, erster Beitrag in der 3. 2. 1. Cut. Ja, das ist der sogenannte Tricaster hier, das ist das Bildmischpult. Damit kann man sozusagen hier die verschiedenen Quellen auswählen, die wir da auf dem Monitor sehen. Da haben wir die verschiedenen Kameras da auch. Hier haben wir eine sogenannte Preview-Reihe, die jetzt hier grün leuchtet. Das sieht man auf dem Monitor. Die kann ich auswählen und kann mir eben die Kamera raussuchen, die am schönsten aussieht. Wenn wir das mal sagen. In 3, 2, 1. Cut. Normalerweise kriege ich natürlich die Themen oder und schreibe meine Texte, oder wenn wir rausfahren, schreibe ich nur ganz wenig auf. Ich weiß, worum es gehen soll, und bespreche mit den Kollegen die Übergänge. Und ansonsten mache ich Freiflug. In der korrekten Annahme, dass man sich selber mit dem Thema beschäftigt und vorbereitet. Ja, was wirklich interessant zu sehen ist, dass wir hatten ja als Vorbereitung hatten wir uns ein Double genommen, auch aus unserem 10. Jahrgang. Und man gewöhnt sich ja auch vom Bildschnitt hier eben dran, passt sich ja den Moderatoren auch an. Und jetzt kommt eben Carla Knüchtet und das ist halt was völlig anderes. Und man muss sich halt echt anpassen. Und das ist spannend zu sehen, hätte ich gar nicht so gedacht. Weil man hat ja irgendwie, wir haben das ja keine Ahnung wie oft durchgeprobt, ich glaube 7 oder 8 Mal mindestens, hat halt hier seine Notizen, was man alle, wenn man auf welche Kameras man schaltet und so weiter, und wenn dann halt durch eine neue Person völlig neuer Rhythmus reinkommt. Das ist ganz spannend zu sehen. Gott sei Dank sind das ja alles Themen, die nicht so furchtbar, also wo ich jetzt nicht denke, wie jetzt Rapsöl und was jetzt Ampel. Aber ich finde es schon spannend, dass die sich so ausführlich damit beschäftigen und daraus wirklich eine Stunde machen, das ist schon allerhand. Lustig wurde es dann, als die Filmschüler als Double einspringen mussten für die jeweiligen Gäste. Und ja, ich glaube, Frau Knüchtet ist auch nicht auf den Kopf gefallen und hat die Schüler dann auch mal so ein bisschen getriezt. Der Arme, hat sie mal gesagt. Der Arme. Genau. Und ich glaube, die, mal gucken, ob sie das auch in der Sendung so durchfährt. Ich denke ja nicht. Da wird es ein bisschen wohlständiger, obwohl man munkelt. Man munkelt noch, ja. Ehrlich gesagt. Mal gucken. Wir sind gespannt. Zur Anmoderation. So, wie läuft's denn? Gerade so? Alles gut. Wie stellen sich die Schüler an? Ja, sind also richtig ernst, was mir gut gefällt. Also ist so richtig mit, wer macht was und Aufnahmeleiter und die Döns. Also wer hat hier welche Rolle zu spielen? Hier, da, wart wieder. Alle raus und so. Ich glaube, die wurden ganz gut gecoacht. Ich glaube, als Bestimmer fühlen sie sich.